Hallo, liebe Leute. Wir sind heute mal bei einem Freund von mir und heute gibt es eine große Fütterung. Erstmal fangen wir mit seinem Raubfischbecken an. Da drin sind Skalaren. Schwammsammler. Und die großen Welser. Genau, und dann fangen wir mal mit der Fütterung an. Und die kriegen diese Fische. Warte mal kurz. Diese Fische, die sind jetzt Frostfutter, ist das. Da sind noch Piranhas drin. Das sind Scheibensammler. Genau. Und die fangen natürlich jetzt direkt an, aber das ist da für ist ihn. Der Rest. So. So, dann kriegen die Skalare und die Scheibensammler gleich noch was, aber jetzt erstmal für die. Das ist der nächste Große. Fisch. Die müssen jetzt erstmal, die sind oft ein bisschen zu blöd. Und es ist weg. Das. Die sind gerade so blöd. Noch die Reste. Da kommt der vorletzte Fisch rein und dann. Das war's. Okay, das war's. So, dann kriegen die Scheibensalmer. Die Skalaren, die Scheibensalmer, Artemia, gefrorene Artemia. So, das sieht ein wenig aus wie. Das ist Frostfutter, du. Ja, nein, ich meinte nicht jetzt Frostfutter. Ich meinte Frostfutter auf dem Blöcke. Ah, okay. Also, er verteilt sich jetzt. Genau, vielleicht sieht man das, aber vielleicht sieht man das nicht unbedingt. Aber er zerteilt das jetzt in kleine Teile und das schwirrt jetzt hier überall herum. Das kann man so ganz gut sehen. Und die holen sich das jetzt. Und das fressen jetzt einfach. Sind wir dann durch mit der. So, da sieht man, wie die fressen. Da sind sie fressen. Da hat man es ein bisschen mehr gesehen. Ja, so fressen die dann. Ist aber nicht sehr spektakulär. So, dann sind wir jetzt bei den etwas kleineren Fischen angekommen. Das sind Kakadu-Buntbarsche, Apistogramma Kakadu-Fluides. Hinten habe ich dann auch Goldringe gerundelt. Da sieht man da gerade eine. Das sind insgesamt. Da sieht man sie. Genau, da sieht man sie. Manovanillen. Die hängt jetzt da, also. Die kriegen gefrorene rote Mücken ab. Genau, also wie bei den Mäulchen. Die Grundeln kriegen Lebensfutter, aber die fütter ich nur einmal in der Woche, weil die. So, da kommt das Futter. Das holen sie sich jetzt. Die Grundeln normalerweise nicht. Und dann warten wir. Da hinten futtert schon mal Garnele. Sieht man das? Und da kommt jetzt hier der. Und schnappt sich ein paar rote Mückenlauf. Das ist wieder Frostfutter. Also, hier vorne ist auch noch einer. Also ziemlich exakt wie bei den Mäulchen.